Also, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Beyond Good and Evil. Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, ich erzähle euch, was in den letzten Folgen passiert ist. Also, wir spielen auf dem Planeten, keine Ahnung, spielen in der Umgebung von Hellas, oder die Umgebung heißt Hellas. Und wir haben Besuch von den Außerirdischen bekommen. Jetzt müssen wir, dann gibt's noch so eine komische, wir mussten am Anfang natürlich gleich gegen die Außerirdischen kämpfen. Und ja, dann stellte sich heraus, dass irgendwie, oder da gibt's noch eine Gruppe, die heißt die Alpha-Abteilung, die arbeitet anscheinend mit den Doms, also die sind eine Partei, aber tun so, als würden sie gegen sie sein. Und wir als die Jade müssen das jetzt mehr aufdecken. Wir sind jetzt, wir sind in einem Netzwerk beigetreten, das heißt das Iris-Netzwerk, und die sind also eigentlich die Journalisten, die das auf ermitteln wollen. So, jetzt haben sie gesagt, wir haben diese drei oder vier Schritte. Wir müssen jetzt in eine Fabrik einen Agenten suchen, der ist da verschollen seit ein paar Tagen. Und das haben wir natürlich gemacht, den haben wir auch gefunden und dem das Leben gerettet natürlich. Und ja, jetzt müssen wir weiter hoch und uns das mal anschauen, wie es weitergeht. Sehe ich mal hier. Haben wir ja prima hingekriegt, Partner. Freu dich nicht zu früh, Jade. Die dicke Frau hat noch nicht gesungen. Ich weiß nicht, mit wem der die... Bleib da stehen, kleines Fräulein. Wir bleiben zusammen. Die dicke Frau meint. Auf jeden Fall. So. Zur Zeit kommen ja die Breaking Bad Staffel auf. Ab heute kommt wieder die zweite Hälfte. Das sieht nicht sehr gut aus. Ab 20:15 Uhr auf übrigens, Jade, und hier, die ist letztens für dich gekommen. Du schaust dir der besser mal an. Warum hast du sie mir nicht eher gegeben? Vielleicht ein neuer Auftrag? Ja, möglich. Entschuldigung. Aber es war hier immer so viel los. Ja. Ja, und ich habe beschlossen, dass ich mir Breaking Bad die alle 5 Staffeln hole. Also kaufe auf Blu-ray natürlich. Und dazu hole ich mir noch mein Gehäuse. Und hier sind die Geister von den Doms, die auch am Anfang gekommen sind. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch die Let's Plays an ab Anfang. Ohne dich wäre jetzt Räucherspeck. Jo, bleib versteckt, hoch. Jake! Wir müssen erst rausfinden, womit wir es hier zu tun haben. Da wir okay, bin gleich zurück. Kommen. Können wir, glaube ich, nur hier hin? Ja, wie schon gesagt, ich werde mir alle 5 Staffeln von Breaking Bad holen und in den Hauptstellen geht es dann los. Da will ich dann mal versuchen, alle 5 Staffeln an einem Stück durchzuschauen. Das dauert 2 Tage, also insgesamt nix. Mal Kamera. Ja, mal schauen.
an die komische Maus. Schauen wir mal da runter. Eine Karte. Karte bereits gespeichert. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder zurück. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr 16 seid, natürlich kauft euch auf jeden Fall The Breaking Bad. Die Folge ist so hammerklasse. Ich kann sie euch nur empfehlen. Und ich kann sie euch noch mehr empfehlen auf Blu-ray. Kosten zwar alle 5 Staffeln. Fast 100 Euro. Paige, ich komme! Hau ab, du elender Fragger! Au! Sie entführen Paige. Oh nein. So, wie komm jetzt da durch? Oh. Meins. Da gibt's einen Schlitz. Vielleicht können wir ja durchschauen, würde ich mal sagen. Oder vielleicht ist ja auf der anderen Seite dieses Tores ein Schalter. Und wir können ja dann mit dem Foto drauf schießen. Ah. Schnummer 1. Buen. Jetzt immer speichern. Viel Zeit, schauen wir mal an. Erstmal die DVD anschauen. Kate, du hast die Großzügigkeit und den Mut deiner Eltern geerbt. Du weißt, ich denke oft an sie. Wir waren sehr gute Freunde. Vor 20 Jahren mussten wir uns trennen, da wir alle ernsthafte Probleme mit den Behörden hatten. Deine Eltern gaben dich in meine Obhut, um dein Leben zu retten. Wir kamen nach Hillis. Damals war es ein friedlicher Planet. Ich hoffte, dich hier sicher aufziehen zu können. Aber der Krieg holte uns ein. Jetzt musst du etwas erfahren. Wenn ich es hierher geschafft habe, dann nur wegen dem Beluga, dem Raumschiff, das ich mit deinem Vater gebaut habe. Es existiert noch. Aber ich habe es noch nicht ganz repariert. Du findest den Check-up-Bericht auf meinem Schreibtisch. Der Beluga ist bei uns zu Hause. Du musst einen Code in jede einzelne der Konsolen eingeben, um den Geheimraum zu öffnen. Ich kann auf dieser M-Disk nicht mehr darüber sagen. Aber ich hoffe, die Information wird dir helfen, wenn du den Beluga eines Tages brauchst. Egal was passiert, ich wünsche dir viel Glück, Jade. Onkel Paige. Und das soll egal ein was sein. Ich kann euch gleich sagen, ich weiß nicht, wer die Eltern von Jade sind. Ich habe sie auch noch nie gesehen. Auch als ich sie das Spiel durchgespielt habe. Ja. Wie schon gesagt, wenn man da jetzt da in das letzte Teil da zieht zu uns ein Leben. Und sonst können wir ja nicht weiter, also müssen wir wieder so ein Gitter da zertreten.
Lecker Kanalisation. Miss Iris, der Sektor ist voller Waren. Egal, was Sie tun, lassen Sie sich nicht erwischen. Wir treffen uns später wieder. Wer ist jetzt eingeschaltet, ist in diesem Video dazu geschaltet hat, das ist Double H. Den haben wir befreit. Und die Mäuse können wir zertreten und kriegen dann... Shawnee, Double H hat uns über Paige informiert. Er hat ihn in den Fängen der Alpha-Abteilung gesehen. Häng dich rein, Jade. Beende deinen Bericht. Das ist die einzige Chance, Paige zu retten. Das ist das Iris-Netzwerk. Die helfen mir. Zum Beispiel, wenn es irgendwo ein... Da ist schon wieder so ein mächtiger Hundling. Und über mir auch nicht. Weiter müssen wir da wohl wieder entlang watschen und müssen auch Acht geben, dass sie uns nicht sehen. Also der blaue Strahl ist ungefähr, kann man da vorne ausgehen, dass er da hinschaut, sag ich jetzt mal. Also jetzt immer geduckt bleiben. Jetzt warte ich, bis der wieder hierher gelaufen ist und dann laufe ich da rüber. Ach ja, die Schule hat ja bei mir am Dienstag angefangen. Ich hoffe, bei euch hat sie auch gut angefangen. Und wünsche euch ein erfolgreiches Jahr. Sitzt auch. Ja, jetzt habe ich gerade auf den komischen Loktank da hinten geschlagen. Das ist die Schwelle von ihnen. Also, ich wünsche euch ein erfolgreiches Schuljahr. Lernt auch fleißig. Bei mir ist jetzt das letzte Jahr. Miss Iris, der Weg ist von Flammen blockiert. Ja. Jetzt wie ist es an der Speichermaschine? Check! Sehr drücken, dass ich durchkomme. Und jetzt würde ich mal sagen, wir speichern geschwind. Immer mit. Au! Miss Iris, wenn Sie einmal keine andere Wahl haben, können Sie sich hinter einer Wache anschleichen und die auf den Lufttank schlagen. Das ist Ihre Achillesferse. Wir treffen uns später wieder. Also dies, was wir eigentlich gerade gemacht haben. Immer geht es nicht bleiben. Haltet Ausschau an ihnen. Balladeaktion wird wie geplant fortgesetzt. Da helfen. Da ist so ein Typ, dann können wir eigentlich im Prinzip nur so hoch. Bis der sich umgedreht hat. Oh, das ist auch gerade knapp. Und an alle Wachen! Positionen halten und wachsam bleiben! Abfangen und zerstören!
mal hier mal kurz auf und würde mal sagen, ich lohnt sich schon drüber, was da ist. Im Prinzip, ja, in einen riesen Umweg gegangen, aber es geht's ja. Würde ich mal sagen, da da die wieder Wachen sind, immer warten, bis das große Teil da, keine Ahnung was das jetzt ist, in dem sein Sichtfeld ist. Ja, ich habe ja vorher schon irgendwie glaube, dass ich in den Herbstserien Breaking Bad anschauen werde, alle 5 Staffeln natürlich, das ist eine Zeit und ich kann euch sagen, ich habe bei Amazon geschaut, wie lange die Spielzeit ist, also 49 Stunden, das sind 2 Tage und eine Stunde, das werde ich mal versuchen, mal zu schaffen. Ich habe noch einen Kumpel gefragt, wie lange der braucht hat. Der hat gesagt, der hat 30 Tage gebraucht, also ungefähr einen Monat. Das ist jetzt so eine komische Wache. Zum Glück nur einer. Kann ich mal sagen. Ich brauche mehr Beweise, Shawnee. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Okay. Also, wir müssen ein Foto machen. Wir brauchen folgende Fotos, Shawnee. Den Inhalt der schwarzen Behälter, einen Alpha ohne Helm. Die können wir in Ausgabe 513 von Iris veröffentlichen. Viel Glück! Ja, ich darf immer die ganze Arbeit machen. Das ist schon klar. Ja, Schrank. Au! Da blaut, da hat mich gerade ein bisschen. Immer Konto was zum Essen Identifizierung. Kaufen. Okay. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig. Ich habe mal den Support von Ubisoft angeschrieben, also von Ubisoft kommt das Spiel. Ob ich lizenzfreie Thumbnails krieg, also Wallpaper und Thumbnails. Thumbnails sind das, wo wenn man etwas sucht und dann kommt ja das Video da. Also ein kleiner Ausschnitt vom Video, das ist ein Thumbnail und habe ich gefragt, ob ich das irgendwie bekomme. Natürlich kostenlos und lizenzfrei. Lizenzfrei bedeutet, dass ich es dann. Das ist seltsam. Weiterverwenden darf und ja, ja, leider haben sie dann geschrieben, ich soll mal im Forum schauen, aber da hat es leider auch nichts gegeben. Ja, und leider müsst ihr jetzt dann mit solchen Bildern zurechtkommen. Immer alles. Vielleicht habe ich das schon fotografiert. Seine Schuhe. Pages Schuhe. Was haben sie bloß mit dir gemacht? Gut gemacht, Jade. Ach, da ist ja ein Code, warte, den schreibe ich mir gleich auf. Zettel da. Stift, hier. So.
K8. K8. B5 und V8. P5. Das nehmen. Da kann man irgendwie nur drauf drücken. Kommt jetzt hier raus. Überwachungskamera. Ja, leider ist die Viertelstunde schon vorbei, aber wie ihr seht, ist hier gar kein, irgendwie kein... Oh, au, 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 au. Au. Soll ich mal sagen. Computerraum nehmen. Datenbank hier. Würde ich sagen, ich speichere geschwind und die zwei DVDs im Disk schauen wir im nächsten Video an. Ich mal speichern. Jo, meine Freunde, das war's auch schon wieder für diese Folge. Leider, ja, ich habe ja zwar gesagt, jede Folge sollte eigentlich irgendwie 15 Minuten dauern, aber da man nie irgendwie speichern kann, da nie irgendwie so ein Computer da ist, wird sie halt dann immer länger. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst einen Daumen da, falls es euch gefallen hat. Und ja, kann ich nur noch sagen, viel Spaß und viel Glück beim Zocken und auf Wiedersehen.